Willkommen zurück, liebe Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind bereits im Jahr, Victoria 2, meine Güte, das habe ich so lange aufgenommen, dass sich das in mir Hirn eingebrannt hat. Nein, natürlich Imperialism. Wir haben mittlerweile das Jahr 1837, bald zu Ende, letztes Quartal 1837. Wir haben da Kanzler und Kanzler und machen die gemeinsam. Wenn ich da jetzt zwei Schiffe da stehen haben. Und da auch ein Ship of the Line und drei Raiders. Kanzler, ihr zwei. Geht mir. Geht daher. Und wir werden dann hier in dieses Gebiet gehen, um unsere Küste besser zu verteidigen. Gut, ich habe mir gerade vorhin, das zeige ich euch mal kurz, unseren Status angesehen. Wir sind jetzt nicht so großartig statusmäßig. Wir sind nur Platz 5, was den gesamten Status betrifft. Unser Interior Strength ist relativ groß. Das dürfte unsere Wirtschaftskraft sein, die Interior Strength. Diplomatisch sind wir zwar noch immer Vorletzter, aber ich glaube irgendwie, dass der Abstand zwischen uns und den Ländern vor uns doch abgenommen hat. Also ich glaube, wir holen das schon auf, weil wir waren ja ziemlich lange ziemlich gleich auf mit Sim. Kann natürlich auch sein, dass Sim verloren hat jetzt durch den Krieg, den es führt, mit allen außer uns. Das hat mich etwas irritiert, wie ich das gesehen habe. Militärisch sind wir nur noch der sechste Platz. Das bedeutet, wir werden ab jetzt anfangen, wieder in Heer zu investieren. Wir werden jetzt wirklich viel Heer kaufen in dieser Folge und vielleicht auch in der nächsten Folge. Unsere Marine, unsere Merchant Marine hingegen ist auch eher schwach. Sind zwar vor Haxako, aber hinter all diesen anderen, das macht mich auch ein bisschen stutzig, um ehrlich zu sein. Aber andererseits, ich brauche zurzeit keine größere Handelsmarine, weil sehr viel mehr kaufen tue ich eh nicht. Ich kaufe eigentlich kaum was am Weltmarkt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, ja, Exporte sind mal ein bisschen zurückgefallen. Also wir exportieren leider nicht mehr ganz so viel. Unserer Industrie geht es aber sehr gut. Industriell sind wir immerhin am Platz 2. Das ist ausgezeichnet. Wir haben die meisten Arbeitskräfte derzeit. Aber gut, das ist auch irgendwie klar, weil wir haben ja kein Militär. Overseas Profits werden auch viel besser jetzt schon. Also da haben wir auch schon aufgeholt ein wenig. Ordun haben wir schon überholt. Patagon und Chem werden wir hoffentlich auch noch irgendwann mal überholen. Unsere Industrie ist recht groß. Unsere Industrie ist recht stark, deswegen bin mir relativ sicher, dass wir da auch noch etwas besser werden, weil wir kaufen ja jetzt schließlich sämtliche Gebiete da auf in den einzelnen Ländern und bauen die dann auch auf, hoffentlich. Und Internal Transport sind wir am stärksten. Das heißt, unsere Marine, unsere Handelsmarine ist vielleicht nicht sehr stark, aber dafür haben wir sehr viel internen Transport. Das ist nicht schlecht. Im Falle eines Krieges können wir uns sehr gut selbst versorgen. Also wir sind kaum angewiesen auf fremde Mächte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir nicht vielleicht dieses Gebiet, das wir in Sim hier, von Sim hier erobert haben, Patni, vielleicht sogar mit einem Vorschützen werden. Einfach deshalb, weil hier haben wir Eisen. Und ich will auf keinen Fall, dass irgendjemand was Eisenmäßiges. Erobert. Ja, vielleicht schaffen wir dann in jede Stadt mit einem Fort mindestens eine Artillerie, eine dicke. Okay, na gut.
Wir haben das letzte Mal, glaube ich, gesagt, wir wollen noch versuchen, Haxako, ja, das haben wir eh schon gestartet, bitten um ein Bündnis. Vielleicht wird das ja was. Na gut. Endturn. Ja, Hurschen bietet uns wieder einen Haufen Kotten an. Ein Teil davon sollten wir schon kaufen. Leider bietet uns keiner Stahl an. Haxako wäre schön. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas habe ich gedrückt. So, Hurschen und Wodan bieten Kotten an und Hurschen und Detsch und na gut, aber Detsch ist uns eigentlich wurscht. Wer bietet das an? Wodan. Mit etwas Glück kriegen wir in Wodan auch was. Das suchen wir jetzt nichts mehr. Na gut. Na dann nehmen wir da vielleicht drei. Die waren ja gar nicht dort, die sind ja gar nicht dort gestanden. Dann haben wir zwei. Noch zwei. Ditch. Na. Kessel wollen wir schon. Wodan wollen wir schon. So, wer hat bei uns gekauft? Hurschen und Ditch. Echt jetzt Ditch? Also nichts Besseres gefunden, musstest du das kaufen. Wäre mir lieber gewesen, einer von diesen Verbündeten von uns hätte das gekauft. Gut. Your Excellency, I'm pleased to report that your industrial policies have continued to spur the growth of Lavi. It has grown into a town with factories of its own. The consumer goods produced there are available for transport. Okay. Das Haxako. Haxako braucht Pferde. Wir könnten auch Pferde verkaufen eigentlich. So, Wald haben wir da alles gekauft. In Kessel. Haben wir. Ah, verdammt. Habe ich das jetzt gemacht? Habe ich jetzt denen angeboten? Issa? Nein, nicht Issa. Zinlo? Nö. Ah, Mist. Nein, das habe ich nicht gemacht. Mist, das hätte ich tun wollen. Zinlo. Zinlo oder Issa. Wir werden Issa das anbieten. Wir werden Issa eine, nach Issa eine Botschaft schicken. Die haben zwar da gar nichts, aber ich hoffe einfach, dass die mal Erdöl produzieren. Wobei Erdöl könnte auch bei uns zu finden sein. Zinlo hingegen hat da Wolle zumindest. Und einen Wald. Nö, wir werden Zinlo versuchen, noch auf unsere Seite zu bringen. Ah. Ah, wir brauchen zuerst ein Handelskonsulat. Na gut. Das machen wir vielleicht in Issa auch. Was soll's? Das kostet praktisch nicht so ein Handelskonsulat. Idolon vielleicht auch, ist ja wurscht. Das macht sie glücklicher, wenn sie bei mir kaufen. Wir können ihnen eine 5%ige Subsidy geben. Und im Endeffekt würden sie uns vielleicht unterstützen. Gut, du machst dabei nichts. Bei dir haben wir gesagt, du baust da jetzt ein Depot, damit Vavrona auch angeschlossen wird. Du machst auch nichts, bis wir irgendwas Gescheites finden. Du gehst daher. Gut. Transport. Wow, wir können. Die Bonstühle, ist das aber cool. Ja, ist das Wahnsinn. Stahl wäre schön, wenn jemand produzieren würde. Von meinen Städten. Ist ja Wahnsinn. Das heißt, wir sollten wirklich die Handelsmarine weiter ausbauen, was wir mal als erstes machen.
Und da haben wir eh zwei Typen, die werden wir gleich zu. Ah. Zu so einer Kavallerie machen. Und noch zu einer Infanterie. Das ist natürlich tragisch. So, wir holen uns noch drei Typen. Zwei davon werden wir wahrscheinlich zu Truppen umwandeln und einen werden wir weiter aufbauen. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, das gibt es nicht. Wir haben genügend Zeug, können aber deswegen nicht mehr produzieren, weil wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Wahnsinn, wir bauen 8 und 8. Wir haben jetzt so viele Stühle schon. Schon allein deswegen müssen wir unsere Handelsflotte vergrößern. 7 und 8, das passt schon. Verkaufen wir das. Eigentlich brauchen wir Stahl auch nicht mehr. Und nächste Runde. Hurschen bietet uns wieder Kotten an. Dann nehmen wir zwei, um unsere. Na, nehmen wir eines. Haben wir das verkauft? Schaut fast so aus. Haben wir das verkauft? Schaut auch fast so aus. Da haben wir nichts. So, da bietet offensichtlich keiner an. Hurschen. Wo dann? Wo ist Kessel? Kessel steht hier nicht. Das muss offensichtlich auf der nächsten Seite sein. Oder kann es sein, dass sie das anbieten, was wir an Feldern bei ihnen gekauft haben? Das kann sein. Das ist nur das, was sie am freien Markt anbieten, vielleicht. Da bietet Kessel was an, sehr gut. Okay, na gut. Nehmen wir zwei. Zwei. Eins. Zwei ist okay. Wo dann? Haben wir auch eine Embassy. Passt. Und Sim wird weit auseinandergenommen. Patagon gegen Haxako? Echt jetzt? Die müssten doch zusammenarbeiten. Ah, vielleicht haben beide gleichzeitig hier angegriffen. Und Haxako war vorne und dann sind sie wieder auseinandergegangen. Vielleicht führt das ja zu Streit zwischen den beiden. Das wäre schön. So, wer kauft? Dej und Dej. Was ist mit den eigenen? Ach Gott. Na gut, die zahlen wenigstens mehr. Your Excellency, I'm pleased to report that your industrial policies have continued to spur the growth of Domi. Yay, it has grown into a town with factories of its own. The consumer goods produced there are available for transport. Gut, noch mehr Zeug, das wir rein transportieren. Ein Regiment, noch ein Regiment, Grenadiere und ein Handelsschiff. So, da schreiben wir jetzt, dass wir einen Haufen neue Konsulate haben. Und da haben wir noch immer nichts gefunden. Gut, du kannst aber jetzt anfangen zu. Achso, nein, kannst du noch nicht, weil wir brauchen noch eine Botschaft. Und wir haben gesagt, zuerst machen wir eine Botschaft in Sim. So, wie schaut das aus? Mögen die uns gleich? Nö.
Dann werden wir mal Xinlu eine Botschaft anbieten. Beziehungsweise wir werden in Xinlu einfach eine Botschaft bauen. Dann werden wir. Nein. Nein. So, Hurschen ist schon grün. Vielleicht sollten wir Hurschen jetzt dann doch irgendwann nochmal anbieten. Dann haben wir so eine 5%ige Subsidy in diesen dreien geben, wo wir jetzt die Handelsbeziehungen aufgenommen haben. Und wir werden vielleicht Hurschen bitten, eine Allianz mit uns einzugehen, also ein Teil unseres Imperiums zu werden. Dann würden sie nur noch an uns verkaufen. Quasi als Kolonie. Gut, was produzieren wir jetzt mehr? Wir produzieren noch mehr davon und noch mehr Bretter. Puh. Wir könnten wieder, warte mal, 1477. Oh, wir haben da sogar zu wenig. Gut. Also die müssen wir auf jeden Fall, weil die können wir ja teuer verkaufen. Die nehmen wir auf jeden Fall heim. Gut, einer davon wird dazu. Zwei davon werden zu diesen beiden. Oder? Machen wir davon zwei. Irgendwie habe ich mir sagen lassen, dass diese Einheiten auch ganz gut sind, wenn man gegen Artillerie kämpft, weil der Artilleriebeschuss auf die nicht so stark wirkt. Außerdem sind sie billig. Und wir kaufen wieder drei neue. Also kaufen ist vielleicht das falsche Wort. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Transportkapazität. Jetzt müssen wir nämlich auch Essen wieder langsam reinbringen. Neues. Ich würde da gerne die Kapazitäten erhöhen bei all diesen Sachen. Aber in Wirklichkeit bringt das nichts, wenn wir keine Leute haben, um das zu bedienen. Das könnten wir eigentlich auch machen. Aber ja, die sollten wir dann irgendwann mal ausbauen, weil die ist voll ausgelastet. Aber wir haben zu wenig Materialien. 2, 4, 6, 8 brauchen wir davon. Und derzeit haben wir kein zusätzliches Stahl. Na gut. Warum baue ich das genau aus? Da nicht, das baue ich ja noch nicht einmal vollständig auf. Naja. Wir müssen Arbeitskräfte hier einsetzen. Ja, machen wir weiter so. Nächste Runde. Hurschen. Nehmen wir zwei davon. Nehmen wir zwei davon. Nehmen wir eins davon. Zwei davon. Okay. Ein Plus von 10.000. Wir könnten die anderen auch mit einer Botschaft beglücken eigentlich. Zwei Regimenter, Husaren und Skirmishers. Hurschen remains independent. Buh, buh, Hurschen. Was muss ich noch machen? Bist du wahnsinnig? Das letzte hat was gefunden. Nein, da ist noch was. Kauf die, ah,
Kauf die Mine, schnell, bevor sie wer anderer kauft. So, nächstes Mal darfst du dort die Mine gleich bearbeiten. Und du, nein, nicht daher, du gehst auch darüber. Weil wir haben doch Wälder gekauft. Wo haben wir die Wälder gekauft? Nein, da offensichtlich nicht. Wieso eigentlich nicht? Ich dachte, ich habe den Wald gekauft, aber scheinbar. Achso, nein, das ist Issa. Oder? Na, was ist da? Irgendwo habe ich aber einen Wald gekauft. Da vielleicht? Ja. Du baust das weiter aus. Du baust das weiter aus. Hoho. Ihr verteidigt es auch. Ihr schaut in der Gegend nach. Gut, und jetzt schauen wir mal, ob wir noch immer so weit hinten nach sind, was das Heer betrifft. Das würde mich schon interessieren. Ja, wir sind noch immer so weit hinten nach. Obwohl wir jetzt 4 Truppen gebaut haben. Das ist tragisch. Das ist weit hinten nach. Aber da sind wir ein bisschen stärker geworden. Jetzt seht ihr. Wir sind fast gleich auf mit Chem. Stri sind wir Erster. Leber sind wir auch Erster, obwohl wir jetzt relativ viele. Ah, Patagon haben wir schon überholt. Bei den Overseas Profits. Sehr gut, sehr gut. Interner Transport steigt auch weiter. Das heißt, es zahlt sich durchaus aus. Ah, warte mal, nein, wir brauchen gleich Essen. Also ein Army more than twice as strong as ours. Ugh. Twice as strong as ours. So, da bilden wir einen aus, da bilden wir einen aus, damit wir mehr Arbeitskraft kriegen. Und dann bilden wir noch so einen aus. Und noch so einen. Dann. Ah. Dann brauchen wir mehr Stahl. Das ist wichtig. Achso, keine Arbeitskräfte mehr. Keine Arbeitskräfte mehr, keine Arbeitskräfte mehr. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Und mehr Arbeitskräfte. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Gut, wie schaut das aus? Xinlu. Xinlu hat Chem als besten Partner. Eigentlich arg. Wir geben ihnen Dings, wir geben denen eine Subsidy von 5%. Ist das nicht nett von uns? Wir werden einen Pakt mit ihnen vorschlagen. Immerhin haben wir jetzt eine Botschaft bei ihnen. Wieso haben wir in Wodan keine Botschaft? In Wodan müssten wir doch eine Botschaft haben. Bin mir ziemlich sicher. Ah. Warte mal. Verstehe. Wodan wurde von Deneb eingenommen. Ich hasse Deneb. Böses Deneb. Böse, böse. Wir könnten eigentlich sowas auch hergeben. Noch. Wie ist das mit Kessel?
Inwieweit hat Kessel andere, bevorzugt Kessel andere, bevorzugt uns als Ehes am ehesten noch? Wir werden den Kessel auch mal so einen Grant geben. Gehen wir eine 10%ige. Ja, Zim ist wohl schon ziemlich, ist ziemlich bald nicht mehr da. Wenn Zim weg ist, dann werden sie wahrscheinlich mich als nächsten angreifen. Nein, ich mag nicht angegriffen werden. Ich bin so arm. Wir brauchen mehr Schiffe. Wir brauchen mehr Waffen. Wir brauchen mehr alles. Ah, erneut haben wir das gleiche Problem wie vorher. Na gut, noch eine Runde. Haxako offert uns Deal, dann nehmen wir 2. War nicht schlecht. So, Hurschen. Die anderen sind schon alles Einser, die nur noch an einem anbieten. Kessel. Okay. Na 4. Ha! Zinlo bietet uns auch an. Sehr gut, Hurschen. Accept, accept. Wir kaufen das einfach alles und aus. Tja, das war's wohl mit Zin gleich. Wir haben hier noch ein Gebiet von Haxako erobert und eines von Patagon erobert. Jetzt haben sie nur noch ihre Hauptstadt. Und wir haben ein schönes Plus gemacht. Erneut. Und noch ein Regiment. Ha, und Zinlu hat ist einen Pakt mit mir eingegangen. New Invention, Bessemer Converter. Hey, Bessemer Stahl können wir herstellen. The secret of a new process for making steel being developed by Henry Bessemer. Shocked government officials. Apparently, Bessemer blows high pressure air into a vat of molten iron, removing the carbon and making high grade cheap steel. If we fail to invest in this technology, other nations will take advantage, noted one worried official. The fact that many applications of the new process for making steel involve the military explain these worried frowns. Was kostet uns Bessemer Stahl? 6000 und was bringt es? Allows construction of level 2 force. Oh. Recruiting of sharpshooters and scouts and upgrading of light infantry and hussars to these more modern units. Oh. Okay, das würde meine Armee upgraden. Heißt das ja upgraded oder die verliere ich einfach, diese Leute? Sharpshooters und Scouts. Machen wir doch glatt. Das machen wir auf jeden Fall. So, da haben wir natürlich nichts gefunden, eh klar. So, wo haben wir noch? Da können wir nicht. Weil das ist ja wo dann? Grrr. Aber hier vielleicht. So, und du auch. Du gehst da auch rüber. Und kaufst nochmal das.
Gut, Wawona ist angebunden. Lopez ist angebunden. Ah, Unitzer wäre auch schön, wenn wir das anbinden könnten, aber das bringt überhaupt nichts, da irgendwo ein Dings herzubauen. Aber das ist das Letzte, was noch nicht angebunden ist. Alle anderen Städte sind angebunden. Das haben wir auch schon. Das haben wir schon. Gut, wir könnten da auf jeden Fall noch ein Ding her machen. Einen. Da könnte man noch ein Depot her machen, um für immer und ewig genügend Holz zu haben, dass wir nicht in die Heimatstadt transportieren können. Oder. Ah, warte mal, nein, wir werden einfach nächste Runde die Forts ausbauen in Odostan. Das heißt, du bleibst jetzt einmal stehen. Minenarbeiter, wir haben für dich einen Auftrag in Hurschen. So, wir haben da einen Husaren und zwei Light Infantry. Mal schauen, ob die nächste Runde noch da sind. Oder ob die weg sind. Das wäre natürlich blöd, wenn die weg wären. Gut, holen wir uns noch ein paar Schafe nach Hause. Achso, nein, warte mal, eigentlich nicht. Brauchen davon was? 1477, kann das sein? Wow, wir brauchen schon 1687. Bist du wahnsinnig? Aber ein Teil davon. Wenn wir nächste Runde in Scharfschützen umwandeln. Aber noch können wir das nicht. Wir werden da volle Wäsche weiter produzieren. Ah, nein, 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 nein. Schwer zu sagen, was man da besser macht. Mehr Waffen. Mehr Waffen. Wir machen nochmal drei Leute dazu. Noch haben wir genügend Essen hier. 18, 7 und 6. Aber es wird rasch weniger. Das heißt, wir werden dann anfangen müssen, unsere Transportkapazität wieder aufs Essen zu verlegen. Bei 17, 9, 8. So viel transportieren wir definitiv nicht. Wobei wir könnten eigentlich da auch zurückgehen, weil es. Aber, wir kaufen ja eh zwei Holz. Achso, blöd. Könnten trotzdem um eins zurückgehen da. Dann können wir da eins mehr bauen. Wir brauchen derzeit 32 Holz. Wir haben aber 15 Holz noch auf Lager. Das heißt, wir werden bei der Transportkapazität hier runtergehen, damit wir hier voll haben. 16, 8, 7, glaube ich, brauchen wir, oder? Nein, 17, 9, 8 sogar. Wow. Das holen wir auf jeden Fall alles rüber. Das brauchen wir auch alles. Das auch. Na, da können wir eins runtergehen. Wolle kriegen wir relativ viel am Schwarzmarkt, sage ich jetzt gerade. 1798. Wolle kriegen wir relativ einfach. Das sollten wir wirklich nur noch kaufen und weniger aus dem eigenen Land nehmen. Zumindest solange wir nicht Krieg führen. Wenn wir Krieg führen, müssen wir das dann eher aus dem eigenen Land holen. Gut. Ja, Wolle kaufen wir eh noch. Das lassen wir jetzt.
Nein, vielleicht kann man Haxako wirklich dazu bringen, dass sie mal ein Bündnis mit uns eingehen. Schauen wir mal. Gut. Mag uns Zinlu jetzt mehr? Yay! Zinlu mag uns mehr als Cam. Wir sind so großartig. Gut, Herrschaften. Wir haben wieder eine halbe Stunde hinter uns. Machen wir noch die Handelsphase und dann drehen wir ab. Okay? Stahl aus Haxako. Kaufen wir 2 Units. 2-mal davon. 2-mal davon. 2-mal davon. 2-mal davon. Okay. Furniture haben wir nach Kessel verkauft. Ja, gar nicht so viel Plus gemacht, diese Runde. Wir hätten nur einen Manx verkauft. Und offensichtlich wollte Manx von uns nicht kaufen. Das ist aber ärgerlich. Na gut, Bessemer-Konverter. Ah ja, genau, das wollten wir noch anschauen. Thatch submits to Haxako. Haxako short on horses. Das ist ärgerlich. Wieso submitten die alle zu den einzelnen Dingern und nicht zu mir? Finde ich nicht richtig. Hauptsache, ich kümmere mich um sie. Ich hasse euch alle. Vor allem euch. Und nichts Mineralienmäßiges finden wir. Wir werden wahrscheinlich auch in. Nö, das auf keinen Fall. Aber vielleicht werden wir Issa auch noch machen dann. Gut, du bleibst dabei stehen. Du kaufst weiter ein. Du gehst hierher. Aha. Und tatsächlich, wir haben auch eine Aufwertung von denen. Nicht eine Auflösung. Sehr gut. Sehr gut. Was ist das? Ha. Großartig. Na gut, Herrschaften, dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend. Bis dann und schlaft gut und träumt was Schönes.